Hallo meine Lieben, hey und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier auf meinem YouTube-Kanal Herz und Seelentarot. Schön, dass du dabei bist. Ich mache heute eine Botschaft, um mal zu schauen, was möchte dein Wunschpartner dir denn jetzt mitteilen? Eine Botschaft deines Wunschpartners, deines Seelenpartners an dich. Zunächst nehme ich hier, Moment, so, die Claire Story Cards. Die Claire Story Cards 3 von Nadine Breitenstein, beziehungsweise alle Infos auch zu diesem Kartenset sind in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und da schaue ich mal, eine Botschaft bitte. Was darf ich aktuell zu deinem Gegenüber wissen? Eine Botschaft bitte. Dankeschön. Drei Karten möchten sich hier zeigen. Okay, ja. Hier ist jemand ganz, ganz klar überfordert. Und zwar möchte dein Gegenüber dir Folgendes mitteilen. Er ist völlig überfordert und sitzt zwischen den Stühlen. Jeder zerrt an ihm herum. Seine Partnerin, das könnte auch sein Umfeld sein, seine Eltern, seine Freunde, sein Arbeitgeber. Und auch du klammerst sehr extrem. Lass ihm Luft zum Atmen, möchte er mitteilen. Er braucht Luft zum Atmen. Momentan weiß er nicht mal, wo oben und wo unten ist. Ja, wenn das wirklich so ist wie hier, wie auf dem Bild, wenn du auf der einen Seite sozusagen stehst und etwas von ihm möchtest und auf der anderen Seite er super viele Verpflichtungen hat, geht es natürlich auch darum zu erkennen, okay, er braucht gerade Freiraum für sich. Er braucht Freiraum. Und es ist wichtig, dass auch du, meine Liebe oder mein Lieber, ein Stück weit ein bisschen Ruhe einkehren lässt. Denn es ist wichtig, dein Gegenüber möchte dir hier mitteilen, lass zwischen euch ein bisschen Ruhe einkehren und Gras über die Sache wachsen. Melde dich nicht sofort bei ihm. Warte noch 4 Wochen. Ja, dieser Zeittendenz mit 4 Wochen, ne, da würde ich sagen, das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wann du das Video schaust, wie du damit in Resonanz gehst. Es ist auf jeden Fall wichtig, hier ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ne? Ruhe, die er natürlich auch braucht. Er bittet dich ja auch darum, Ruhe zu haben, Freiraum zu haben. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Aber was noch wichtig ist, in dieser Ruhephase, in diesen Rückzügen, ist es wichtig zu erkennen, man kann lernen. Man kann lernen, man kann die Lernaufgaben angehen, man kann Ängste heilen und bearbeiten. Und vor allem ist es auch hier etwas Wichtiges, diesen Rückzug braucht dein Gegenüber auch. Denn dein Gegenüber hat ein Problem. Er redet viel, tut aber quasi nichts. Egal, was er dir verspricht, letzten Endes kommt nun gar nichts dabei herum. Alles immer nur heiße Luft. Dieses Problem hat oder wird er nun erkennen und will wirklich daran arbeiten. Gib ihm noch eine letzte Chance. Ja, vielleicht kommt er dann zur Besinnung. Vielleicht kommt er dann ja, auf die Idee, okay, da muss eine Veränderung her. Eine Veränderung muss her, wenn er dich nicht verlieren möchte. Beziehungsweise ganz, ganz klar, er darf erkennen, was wirklich wichtig ist. Dass er eben nicht nur redet, sondern auch Taten folgen lässt. Gut, nach dieser ersten Tendenz möchte ich nochmal weiterschauen hier mit den Herzkarten. Eine Botschaft mit den Herzkarten. Was möchte dein Gegenüber dir noch mitteilen, dein Seelenpartner? Was will er dir noch sagen? Upsa. So, den großen Batzen nehme ich nicht. Hier sind super viele Karten gefallen. Es ist hier aber noch eine weitere Karte gefallen. Es sind 2 Karten gefallen. Und ja, okay, dann machen wir doch heute mal ein Auswahlorakel daraus. Gut, dann mache ich den Zoom auch kurz nochmal wieder raus. So. Und zwar darfst du wählen zwischen einer der beiden Karten. Natürlich gelten diese beiden Karten auch für euch alle. Also wenn du möchtest, kannst du daraus ein Auswahlorakel machen. Wenn nicht, kannst du natürlich dir gerne auch beide Botschaften anschauen. Ja, Karte Nummer 1. Hier geht es darum zu erkennen, für immer. Ihr beide seid in Ewigkeit gesegnet und das weiß dein Gegenüber auch. Er spürt die Verbundenheit zu dir, egal ob gerade Kontakt da zwischen euch ist oder nicht.
Er spürt auch auf seelischer Ebene, ob du Druck machst oder nicht. Er spürt auf seelischer Ebene, ob du ein Stück weit losgelassen hast. Oder eben noch weiterhin, ja, ich sag mal fest, so klammerst. Gut. Aber er weiß, die Verbindung ist so besonders. Diese Verbindung ist für immer. Und ihr werdet immer wieder zueinander geführt werden. Die geistige Welt ist an eurer Seite. Karte Nummer 2. Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Okay. Das heißt, dein Gegenüber möchte dir sagen, du darfst ihn auch mit Hilfe der Manifestation, mit Hilfe von Meditationen und Affirmationen herbeirufen. Andersherum natürlich auch, vielleicht arbeitet dein Gegenüber ein Stückweise auch mit Gebeten, mit Wünschen. Ne? Das ist vielleicht nicht so spirituell, wie du das machst, aber vielleicht auch in gewisser Hinsicht, ja, kommt hier auch eine Spiritualität an deinen Gegenüber heran und ja, es kommt Veränderung. Denn ich darf hier euch noch sagen, die Karte an der Unterseite ist wirklich wunderschön. Denn hier ist Liebe die Antwort. Und wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ne? Das ist die wichtige Botschaft. Ja, abschließend möchte ich jetzt nochmal etwas ganz Besonderes machen. Das heißt, an alle, die das nicht möchten, die das vielleicht auch ja, zu komisch finden, ne? Achtung hier, Triggerwarnung. Ich habe nun vor, jetzt seht ihr es hier, zu pendeln. Und zwar bedeutet das, ich habe hier eine Unterlage mit Ja auf der Seite, mit Nein jeweils auf der Seite, mit vielleicht auf der und keine Antwort auf der und auf der. Ich habe nun über WhatsApp, über meine WhatsApp-Community, mit den Leuten, mit denen ich da schon länger in Kontakt stehe, da habe ich mal eine kleine Umfrage gemacht, wer mit dabei sein möchte und mir mal Testfragen stellen möchte. Also sprich, Fragen wurden mir gestellt, Testfragen, wo ihr schon, wo die Person selber schon wusste, ob es Ja oder Nein ist. Und ich habe dann mit dem Pendel kontrolliert, beziehungsweise geschaut, ob Ja oder Nein und dann das Feedback bekommen, ob ich richtig lag oder falsch lag. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal mit Erfolg sagen, ich habe über 20 Personen befragt, über 20 Testfragen gestellt, die ich dann ja entweder richtig oder falsch beantworten konnte mit dem Pendel. Hier übrigens mal auch das Pendel. Genau, das werde ich gleich natürlich auch noch machen. Also es gab eine über 87%ige Trefferquote, dass ich richtig lag. Und dementsprechend ist das schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch hier mit dem Pendel richtig liegen wird. Und dementsprechend, das möchte ich nur kurz vorher gesagt haben, bevor ich da jetzt gleich anfange zu pendeln. Es kann, wie gesagt, für einige so ein bisschen komisch sein, vielleicht auch komisch aussehen. Das möchte ich vorweg natürlich als kleine Warnung auch sagen. Gut, also, ich werde jetzt das Pendel hier hinhalten, werde die Haltung einnehmen und, Moment, so. Und bitte jetzt das Pendel um eine Antwort für meine Zuschauer. Ich bitte um eine eindeutige Botschaft für meine lieben Zuschauer. Ich bitte um eine eindeutige Botschaft für meine Zuschauer. Okay. Danke. Danke, liebes Pendel. Das war eindeutig. Gut, also, ich hoffe, ihr konntet es sehen. Die Antwort lautet ja. Welche Frage du dir auch immer gestellt hast, die Antwort heute lautet ja. Somit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich an alle, die dabei waren heute bei dem Video. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Video.